Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und ihr seht, es ging weiter beim Dodge. In der ersten Folge haben wir ihn ja gemeinsam zerlegt nach der Vorstellung. Und in der zweiten Folge waren die Hardtech-Achsen dran und ich habe die Fahrregler eingelötet und die erste Probefahrt ist erfolgt. In der Zwischenzeit ist ein bisschen Zeit vergangen und ich habe das ganze Kabelgewirr für die Beleuchtung und für das Soundmodul mit eingelötet. Das sitzt jetzt alles. Das habe ich nicht einzeln irgendwie als Video, weil, ja, wie gesagt, Löcher bohren, LEDs reinstecken, Kabel irgendwo da in dem Ding verlegen, ist jetzt nicht unbedingt das Spannendste. Deswegen, das habe ich so peu à peu auch gemacht. Und man darf natürlich nicht unterschätzen, wie lange man eigentlich auch dafür braucht. Also es hat jetzt trotzdem mehrere Tage, immer wieder ein paar Stunden in Anspruch genommen, bis jede LED an ihrem Platz war, bis jeder Widerstand eingelötet war und so weiter. Und ich habe ja hier ein Schaltmodul drin, also Sound- und Schalt, Lichtschaltmodul mit dabei. Und auch das muss richtig angeklemmt werden. Das heißt, ich habe ja vorne Blinker und links blinken, rechts blinken und vorne Fahrlicht hinten und so weiter und Bremse und Rückfahrlicht und so. Ist natürlich dementsprechend viel, wo ich einmal quer durchs Fahrzeug auch die Kabel dementsprechend legen muss. Ich bin mir sicher, ich hätte hier und da noch mal ein Kabel sparen können und meine Plusleitung einfach das doppelt oder beziehungsweise einmal ziehen können, wo jetzt zwei oder dreimal drin liegt. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich hier echt zurückgehalten, habe das beschränkt. Wie gesagt, das ist komplett beleuchtet nun. Ich habe insgesamt 38 LEDs verbaut. Zwischen den ganz normalen 3 mm LEDs und ganz kleinen SMDs, zum Beispiel hinten bei den Blinkern oder hier oben bei der Rundumleuchte. Zeige ich euch aber gleich. Wie es innen drin ausschaut, ich werde den nicht komplett aufmachen, hinten lasse ich euch kurz reinschauen. Ich habe euch aber Fotos gemacht, die blende ich euch jetzt mal ein. Da seht ihr jetzt zum einen mal hier, wie die ganzen Kabel, während ich das eingebaut habe, gelegt sind von hinten nach vorne. Und ich habe das modular aufgebaut, das heißt, auf diesem Bild hier seht ihr jetzt von vorne, wie das aussieht. Ich habe das steckbar gemacht, das heißt, ich kann das obere Chassis, also Motorhaube und so weiter, kann ich aufstecken und dann kommt von vorne die Front dazu und hinten die Pritsche ist auch separat. Genau, so sieht das Ganze aus. Sind gefühlte 10 Kilometer Kabel verlegt. Furchtbar. Also ist jetzt nicht unbedingt meine liebste Aufgabe, aber mich freut immer das Ergebnis, deswegen setze ich mich dann auch mal hin und mache sowas. Habe ich lange nicht und auch meine ersten Modelle sind meistens nur spärlich mit ein bisschen Fahrlicht irgendwie ausgestattet. Damit ich mich da nichts verzettel, so sah so mal der Plan aus, der grobe. Wo welche Kabel lang laufen, hier habe ich dann schon mal grob geguckt, wo ich was vereinfachen kann. Ich muss gerade gucken, hinten habe ich so meine Schalter aufgeschrieben, wo was hin muss. Dann habe ich 3 MOSFETs verbauen müssen, denn diese Platine hält leider Gottes nicht so viel Ampere aus. Das heißt, ich habe hier nur einen Schaltstrom. Heißt, ich kann die LEDs nicht direkt über die Schaltplatine laufen lassen, weil dieses Modul, das ich jetzt hier verbaut habe, eigentlich aus dem 1 zu 87er Bereich kommt. 1 zu 87, das ist das H0 Eisenbahner Maßstab, das ist dieses furchtbar kleine. Und da kommt es eigentlich her. Und die schaltet nur auf Minus und verpackt also nicht viel Ampere. Was jetzt bei diesen kleinen Modellen wahrscheinlich kein Problem ist, weil die auch so mikroskopisch kleine SMDs dann verbauen. Hier mit den Haufen 3 mm LEDs habe ich da eher das Problem, dass ich hier eben diese MOSFETs mit einlöten musste. Da habe ich 3 Bausteine benötigt, wo jeweils jeder Baustein kann 2 Spannungen schalten. Genau, die sind also auch hier mit drin. 2 Stück liegen auf der Bodenplatte, einer liegt hinten drin. Ich zeige euch mal grob von der Größe her, wie das ausschaut. Jetzt mal zum Modell. Ich bringe es mal mit nach vorne. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr habt noch Trittleisten hier an der Seite bekommen. Die habe ich gezeichnet und gedruckt. Ist jetzt relativ unspektakulär, hat mir aber gefallen. Habe ich auf Original-Fotos gesehen im Internet. Deswegen, ja, das sieht ganz ordentlich aus. Wir haben also hier vorne das Fahrlicht. Ich habe die Nebelscheinwerfer unten mit auf das Fahrlicht geklemmt, denn ich wollte jetzt nicht
unnötig so viele Funktionen durchschalten. Ich zeige euch nachher auch warum. Wir haben hier Blinker links, Blinker rechts und wir haben hier vorne die hübschen Frontblitzer. Mal gucken, ob man das irgendwo sieht. Nachher, wenn sie leuchten, sieht man es auf jeden Fall. Also hier vorne sind die Frontblitzer mit drin. Genau. Lackiert ist er ja komplett. War also dieser rote ursprünglich, jetzt ist er Anthrazit. Und genau, hier oben haben wir diese orangenen Lichter auf dem Dach, die sind auch übers Fahrlicht. Dann haben wir eine schaltbare Rundumleuchte mit dabei. Und hier hinten, ich habe die Pritsche jetzt bloß mal grob draufgelegt, die nehmen wir auch gleich weg. Wir haben hier oben das Bremslicht. Es ist rein das Bremslicht. Ich habe gesehen, es gibt beim Dodge Ram die Option, dass hier oben auch die Rückfahrscheinwerfer noch mit angehen. Das heißt, er hat Bremslicht und weißes Rückfahrlicht hier drin. Ist jetzt bei mir nicht so. Ich habe rein die roten Bremslichter hier installiert. Dann haben wir normales Fahrlicht in Rot für hinten. Wir haben das Bremslicht mit drauf und wir haben die weißen Rückfahrscheinwerfer drin. Und dann sind drei SMD-LEDs in Reihe von oben nach unten hier je Seite als Blinker installiert. Ja, das sind also drei SMDs, das sind diese ganz kleinen viereckigen, habe ich drei in Reihe hier hingebaut, dass das also so eine Blinkerlinie ergibt. Wie gesagt, das vorne ist schon alles soweit fest, ist auch steckbar, ich kann es also auch relativ einfach zerlegen, aber es ist trotzdem gefummelt immer. So sieht das Ganze jetzt hier hinten drin aus. Heißt, wir haben hier einmal das Akku, den Akku mit drin und hier sieht man auch, es war ursprünglich mal der rote Dodge. Und hier dieses kleine Bauteil, das hier eingepackt ist, das ist also so eine ganz kleine Platine, die ich hier gemacht habe, ist das MOSFET, das im Endeffekt schon mal zwei Funktionen schaltet, in dem Fall jetzt Bremslicht und das Rückfahrlicht, denn das brauche ich nur hinten, die anderen zwei liegen in der Mitte. Ja? Genau. Ansonsten ist von der Verkabelung her, wie gesagt, es wahnsinnig viel. Hier hinten schaut es auch etwas chaotisch aus, aber es geht eigentlich. Ich habe ein loses Kabel, wo ich den Akku anstecken kann. Und ich habe jede Funktion auch für den späteren Anhänger, auch hier hinten noch als BEC-Stecker. Das heißt, ich brauche später, wenn ich jetzt dann meinen Anhänger baue, ich habe einmal das Fahren als BEC-Stecker, ich habe diesen zweiten Fahrregler, wo ich im letzten Video schon erwähnt habe, zum Beispiel für eine Kippfunktion oder für Rampen oder ähnliches, liegt hier hinten drin. Und auch komplett nochmal Fahrlicht, Bremslicht, Rückfahrlicht, genau, alles außer den Frontblitzern. Das läuft alles nochmal nach hinten, das heißt, ich kann dann für den Anhänger auch nochmal alle Lichtfunktionen hier unten drin einstecken. Wie ich das Ganze da baue, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich bin hier noch nicht ganz fertig. Deswegen, aber ich wollte es schon mal, wenn ich eh die ganze Verkabelung mache, dass das schon mal sitzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Soundmodul sitzt hier vorne drin. Auch der Lautsprecher sitzt hier vorne drin. Und ich habe das komplett zusammengelötet, habe das einmal ausprobiert und habe voll die Krise gekriegt. Denn der Lautsprecher hat getackert ohne Ende. Und erst nachdem ich jetzt hier die Steuerleitungen nochmal komplett rausgenommen habe und durch einen Ferritring gewickelt habe und das gleiche nochmal für den Lautsprecher auch gemacht habe, also zwei Ferritringe hier eingebaut habe, hat sich das gelegt. Ob das jetzt im längeren Fahrbetrieb trotzdem auftaucht, weiß ich nicht, denn es schaut so aus, als ob sich das langsam aufbaut. Das heißt, an irgendeinem Punkt ist eine Fehlspannung oder ein Magnetfeld aufgebaut, das so groß ist, dass es hier ein Tackern verursacht. Mal schauen. Ich werde das auf jeden Fall beobachten. Jetzt bei den letzten Versuchen und Testfahrten war zumindest mal nichts zu hören oder nichts zu sehen. Gut. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Gesteuert wird das Ganze ja von einer FlySky. Und dann schalten wir das ganze Modell mal an. Wenn es denn möchte. Ja. Akku sollte noch einstecken. Der lag jetzt nur so drin. Also. Gut. Also ihr seht schon, wir haben hier Rundumleuchte. Wunderbar. Und ich habe mir hier absichtlich für ein ganz flaches Modul entschieden, das also gerade so hoch war oder beziehungsweise ist wie diese LEDs oder SMDs, die hier verbaut sind, die hier im Kreis angesteuert werden. Denn ich wollte nicht hier so eine riesen Beule auf dem Dach haben. Fand ich nicht so schön. So muss ich sagen, gefällt mir das wahnsinnig gut.
Ist also auch genauso rausgekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann würde ich sagen, starten wir mal die Motoren und ich stelle den jetzt mal ein bisschen nach oben, damit wir hier das Fahrgeräusch auch dementsprechend mal ansteuern können. So. Das heißt, ich habe mit zwei Hebeln, mit zwei Tastern kann ich die Geräusche steuern. Mit dem ersten machen wir jetzt hier mal das Fahrgeräusch an. Das ist jetzt das Leerlaufgeräusch. Das Modul ist am PC zu programmieren, ist auch ein bisschen tricky, habe ich auch etwas länger gebraucht, bis das alles funktioniert hat. Aber ich muss sagen, jetzt läuft's, bin ich auch absolut zufrieden, ist super. Man muss es einmal am PC programmieren, man muss aber auch an der Fernbedienung noch einstellen, wo ist Leerlauf, wo reagiert er, wo ist Ende, damit das Ding nicht irgendwie furchtbar überdreht, was möchte ich beim Rückwärtsfahren hören und so weiter. Ja? So, das ist jetzt der Standgas. Fahrgeräusch, ganz klassisch. Und wir haben. Ich habe das jetzt auch für hinten, also für den Rückwärtsgang eingestellt, denn ich will keinen Rückwärtspieps oder sonst irgendwas haben, sondern ganz klassisch auch das so haben. Ich habe noch eine Hupe mit drauf und ich kann den Motor natürlich auch ausmachen. Ich lasse ihn jetzt mal kurz aus. Ich weiß nämlich nicht, ob man mich dann in dem Video auch so richtig hört oder ob das eher störend ist. Aber ich mache es nachher nochmal an und fahre nochmal eine Runde. Dann hört ihr nochmal den Klang. Aber ich muss sagen, tontechnisch super. Das Licht steuere ich hier mit am zweiten. Das heißt, ich steuere jetzt hier einmal mein Fahrlicht. Habe ich ja schon gesagt, Fahrlicht heißt, hier gehen die oberen Leuchten an. Und es gehen hier vorne die Scheinwerfer an. Und es geht hinten das rote Licht an. Ganz normal. Ja, für hinten. Oh. Wollte ich nicht. Das zweite ist die Warnblinkanlage. Das heißt, hier vorne habe ich zwei 3 mm LEDs verbaut in Orange und hinten sind je Seite 3, also insgesamt 6 Stück in Reihe SMDs verbaut, kleine, einmal von oben nach unten. Sieht man auch ganz schön, dass es eben in einer Reihe leuchtet. Das ist jetzt die Warnblinkanlage mit dazu. Dann haben wir als nächstes. Als nächstes haben wir die Frontblitzer, die sich zuschalten lassen. Der will einfach Ton haben. Wenn ich eine Funktion mache, will er irgendwie einfach Ton haben. Hartnäckig. Einfach hartnäckig, dieser Motor. Wir haben die Frontblitzer mit drin und hinten leuchtet jetzt aber hier in dem Fall nichts. Genau, vorne haben wir wie gesagt Fahrlicht, Warnblinkanlage und die Blitzer. So. Schalten wir mal hier das hier ab. Und jetzt machen wir nochmal das Fahren und ich habe ja schon gesagt, ich habe Bremslicht und das Rückwärtsfahren hier mit drauf. Das heißt, wenn ich jetzt fahre, gehen hier die 3 Bremsleuchten an. Und wenn ich rückwärts fahre, geht hier das Rückfahrlicht noch mit dazu an. Ja, so. Die Rückfahrscheinwerfer sind wahnsinnig hell, wie ihr seht. Und genau, ansonsten kann ich eben hier jetzt auch nochmal das Fahrlicht dazu schalten. Und genau. So sind die Blinker noch mit an.
alles wunderbar. Das Gute daran ist, ich schalte auf dem Parcours ja nicht permanent Licht ein und aus. Das heißt, ich habe jetzt da an sich auch kein Problem damit, wenn mal der Motorsound weg wäre. Der geht übrigens auch alleine aus. Also es ist so, wenn ich jetzt sage, ich lasse ihn jetzt stehen nach so und so viel Sekunden, ich glaube nach einer halben Minute, wenn er im Standgas vor sich hin blubbern würde, habe ich eingestellt, dann schaltet er das Soundmodul ab. Braucht nämlich auch Strom, ganz klar. Und ich muss sagen, ich bin absolut zufrieden mit dem, wie es funktioniert. Wie gesagt, man hört jetzt kein Tackern mehr. Diese Ferritringe haben hier wahre Wunder bewirkt und ich bin begeistert. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so genial wird mit diesem Modul und vor allem mit dieser Beleuchtung und dass das alles so wunderbar auch da reingepasst hat. Denn wie ich schon in meinem ersten Video erwähnt habe, habe ich echt Bedenken gehabt, weil so wenig Platz da unter der Fahrerbank auch drin ist und das Bodenblech eigentlich gleich kommt und so weiter. Aber es geht gut rein. Von dem her bin ich da absolut guter Dinge. Wie gesagt, es fehlt hinten noch das Akkufach. Ob ich hier jetzt noch extra was mache oder ob ich sage, ich lasse es lose steckbar, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, inwieweit das dann wegzumachen geht. Denn die Heckklappe, die jetzt auch noch fehlt, die hängt nicht an diesem Teil hier, sondern die hängt an dem anderen dran. Und dann kann ich das nicht einfach wegnehmen, so wie ich es jetzt gerade tue. Die Türen fehlen noch. Und es fehlt noch Beschriftung. Also ich möchte noch meinen Schriftzug drauf haben. Den werde ich mir noch plottern. Aber ansonsten bin ich eigentlich soweit fertig mit dem Modell. Was kommt noch? Es kommt ja noch ein Anbaugerät. Das heißt, ich werde mir aktuell geplant eine Sattelplatte hinten drauf machen und werde einen Auflieger dazu bauen. Der Auflieger wird Marke Eigenbau werden. Wie der genau umgesetzt wird, ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht sicher, ob ich das jetzt gleich in diesem Zuge mit noch präsentieren werde oder ob ich das jetzt erstmal mache. Es stehen noch ein paar andere wichtigere Bausätze bzw. Umbauten an. Vielleicht ziehe ich die auch noch zwischen rein. Lasst euch einfach überraschen. Ja. Ich drehe jetzt nochmal eine Runde und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Abonniert meinen Kanal und wenn ihr die Glocke unten anklickt, dann bekommt ihr auch eine Erinnerung, wenn das nächste Video online geht. Ich freue mich.